Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video möchte ich mal ein weit verbreitetes Missverständnis angehen, was die Rahmenstoffpläne betrifft. Es ist nämlich sehr oft so, dass Leute falsche Annahmen treffen, was den Rahmenstoffplan angeht, und ausgehend von diesen falschen Annahmen zu falschen Schlüssen kommen, falsche Ergebnisse ableiten. Und daraus dann wieder teilweise ziemlich respektlose Vorwürfe entstehen, was meine Person oder meine Arbeit angeht. Und hier ist es wieder so ein Fall. Da hat mir jemand eine E-Mail geschrieben und kritisiert, dass beim Betriebswirt IHK im Hörbuch, das war das Produkt, das er gekauft hat, Bezug genommen wird auf den Rahmenstoffplan, RSP, ja, Rahmenstoffplan von 2006. So, und die falsche Annahme, die hinter diesen Vorwürfen, die er dann hier ziemlich massiv formuliert in dieser E-Mail, ist die Annahme, dass quasi jedes Jahr ein neuer Rahmenstoffplan publiziert wird. Das ist aber nicht so. Der Rahmenstoffplan von 2006 ist der aktuelle Rahmenstoffplan für den Betriebswirt IHK. Achtung, jetzt kommt eine Einschränkung. Seit wenigen Monaten gibt es einen neuen Rahmenstoffplan. Das ist der Rahmenstoffplan von 2019. So, dieser Rahmenstoffplan ist für jeden, der im Moment in einer Fortbildung ist, zum Betriebswirt IHK noch nicht relevant. Ich erkläre in einem weiteren Video, erkläre ich die Übergangsregelung. Ja, wir sehen aber von 2006 bis 2019, also 13 Jahre lang, war dieser Rahmenstoffplan von 2006 gültig. Ich kann also in meinen Produkten gar nicht anders als auf diesen Rahmenstoffplan Bezug nehmen. Ich habe überhaupt keine Chance. Es gibt keinen aktuellen Rahmenstoffplan, wenn wir das hier im Moment mal weglassen. Es gibt nur diesen Rahmenstoffplan von 2006 und es ist bis vor wenigen Monaten der aktuelle gewesen. Und für diesen Kunden hier, der diese Mail hier geschrieben hat, ist es der aktuelle Rahmenstoffplan. Also bitte, gehen Sie nicht hin und treffen falsche Annahmen. Und die Annahme, die Prämisse, wie man in der BWL so schön sagt, ist, dass die Leute glauben, es gäbe jeden Tag oder jede Woche oder jedes Jahr einen neuen Rahmenstoffplan. Oder dass sie glauben, wenn der Rahmenstoffplan von 2006 sei, dann müsse das ja veraltet sein. Solche Annahmen werden getroffen. Aus dieser Annahme werden falsche Schlüsse gezogen und dann, je nachdem, ob die Leute höflich sind und respektvoll, wird gefragt und dann klären wir das natürlich und erklären es den Leuten oder, wie in diesem Fall, werden eben ziemlich massive Vorwürfe formuliert. Da fallen Worte wie, es ist unfair und ja, irgendwie klingt hier in den Worten durch, dass man sich betrogen fühlt, das Zeug sei uralt. Nein, das ist nicht so. Ich kann überhaupt nichts anderes machen, als diesen Rahmenstoffplan von 2006 als Grundlage benutzen, weil es der aktuelle Rahmenstoffplan ist. Ja, wie gesagt, seit ein paar Monaten gibt es jetzt einen neuen, ist aber für diesen Kunden noch völlig irrelevant, wie für jeden anderen auch, der im Moment in der Vorbereitung ist zum Betriebswirt IHK. Die Prüfung, die jeden erwartet, der jetzt in einer Fortbildung ist, ist die Prüfung nach Rahmenstoffplan 2006. Ich kann es doch auch nicht ändern. Ja? Und Rahmenstoffpläne, mir scheint auch, dass die Leute gar nicht wissen, die sowas schreiben hier, dass die gar nicht wissen, was ein Rahmenstoffplan überhaupt soll. Ja, der Rahmenstoffplan bildet den Rahmen.
Genau genommen ist der Rahmenstoffplan die inhaltliche Ergänzung zur Prüfungsordnung. Da steht also das drin, was inhaltlich vermittelt werden soll. Und diese Rahmenstoffpläne haben relativ lange Gültigkeit, in diesem Fall 13 Jahre. Und das ist auch gut so, denn manchmal werden Rahmenstoffpläne ganz massiv umgeschmissen. Und hier, von hier nach hier, ist das passiert. Der neue Betriebswert, der durch den Rahmenstoffplan 2019 gestartet wurde und der jetzt in den nächsten 2 bis 3 Jahren langsam aktuell werden wird, ist ein anderer Betriebswert als alle Betriebswirte, die nach dem Rahmenstoffplan 2006 geprüft wurden. Ja, das ist etwas völlig Neues. Und jetzt überlegen Sie mal, es käme tatsächlich jedes Jahr ein neuer Rahmenstoffplan. Dann wäre dieser Betriebswert hier mit diesem Betriebswert hier überhaupt nicht vergleichbar. Ja, das kann also, es ist gar nicht sinnvoll, jedes Jahr die Rahmenstoffpläne zu ändern, sondern Sie schaffen einen generellen Rahmen und innerhalb dieses Rahmens gibt es, und jetzt komme ich zu der zweiten Änderungsdynamik, Änderung. Also, wenn sich der Inhalt von einem Hörbuch, von unseren Lernkarten oder von meinen Videocoachings ändert, dann passiert das durch einen neuen Rahmenstoffplan. Das ist die erste Änderung. Ja, die erste Änderungsdynamik ist der Rahmenstoffplan. Und die zweite Änderungsdynamik sind Gesetze. Gesetzliche Änderungen. Und auch das habe ich sehr, sehr oft betont. Es gibt und gab in den letzten Jahren so gut wie keine materiellen gesetzlichen Änderungen. Es gab ein paar Verschiebungen im Mutterschutzgesetz und im SGB IX, im Schwerbehindertengesetz. Es gab ein paar kleine Änderungen im GWB, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, und im UWG. Kleinere Sachen, nichts Materielles. Und wenn so etwas relevant ist, dann werden meine Teilnehmer zum Beispiel durch meinen Videokanal oder auch durch eine E-Mail darüber informiert. Und wir haben eine ausführliche Ausarbeitung gemacht für alle Leute, die je das Hörbuch Personalfachkaufmann gekauft haben, haben sie auf diese Änderung, die keine materielle Änderung war, sondern nur ein Verschieben der Paragraphen. Das heißt also, der Sachverhalt X war jetzt nicht mehr unter Paragraphen Nummer 100 irgendwas, sondern unter Paragraphen Nummer 75 oder sowas zu finden. Ja, das ist die einzige Änderung. Die Paragraphen selber haben sich nicht geändert. Die Paragraphennummern haben sich geändert. Aber damit da keine Verwirrung entsteht, haben wir alle Teilnehmer durch eine Ausarbeitung, eine mehrseitige Ausarbeitung, darüber informiert. Mir ist kein anderer Anbieter bekannt, der das macht. Mir ist auch kein anderer Anbieter bekannt, der einen YouTube-Kanal unterhält, der eine so umfassende Fächerabdeckung hat und inhaltliche Abdeckung, dass er über 28 Millionen Klicks hat. Ja, also erwarte ich, dass die Leute das hier wissen? Nein, ich erwarte das gar nicht. Dafür muss man in der Materie drinstecken. Also, dass dieser Fehler hier passieren kann, ja, das ist nicht das erste Mal. Was ich erwarte, ist Respekt. Ja, und solche Mails hier, hätte ich gewusst, dass das Zeug uralt ist, hätte ich das bestimmt nicht gekauft. Nein, das Zeug ist nicht uralt. Das Zeug, wie er das hier zu formulieren beliebt, ist auf der Grundlage des aktuellen gültigen Rahmenstoffplans. Und der ist nun mal von 2006. Ich kann es nicht ändern. Ja? Und gibt es da bei internationalen Wirtschaftsbeziehungen irgendwelche Änderungen? Nein. Gibt es im Personalmanagement irgendwelche Änderungen? Nein. Gibt es bei den anderen Fächern da irgendwelche materiellen Änderungen? Nein. Also ist das Zeug nicht uralt, sondern aktuell. Ja? So, und im nächsten Video, ja, nennen wir das mal hier Teil 1, werde ich auf diesen neuen Rahmenstoffplan für den Betriebswirt, der, ich sage es nochmal, für diesen Menschen, der diese Mail hier geschrieben hat, nicht relevant ist,
werde ich nochmal drauf eingehen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.